Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Etwas still und heimlich hat OnePlus diese Woche nicht nur ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert, sondern gestern auch noch ihr neues Flaggschiff, das OnePlus 12, offiziell vorgestellt. Natürlich in China und auch erstmal nur für China, aber schon im Januar soll das Gerät auch nach Europa kommen. Und nachdem OnePlus die letzten Jahre ja absolut zu Recht teilweise heftigst kritisiert wurde, sieht das OnePlus 12 meiner Meinung nach endlich mal wieder nach einem richtig interessanten Gerät aus. Ein super helles Display, ein neues Kamerasetup, ein noch größerer Akku, endlich wieder Wireless Charging. Es klingt tatsächlich so, als hätte OnePlus hier fast alles richtig gemacht. In diesem Video fasse ich euch zusammen, wie das OnePlus 12 ausgestattet ist, was es alles Neues gibt und natürlich auch, wie meine ersten Eindrücke ausfallen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Eine ganz wichtige Info direkt zu Beginn dieses Videos, weil ich natürlich weiß, dass diese Frage sicherlich viele brennend interessieren wird. OnePlus hat quasi schon ein Event für den 23. Januar 2024 in Indien angeteasert. Es geht eigentlich alle davon aus, dass da dann eben das Gerät für Indien, aber auch für Europa, also die globale Version, angekündigt werden soll. In Deutschland wird es das Gerät dann vermutlich erstmal nicht zu kaufen geben, weil es halt nach wie vor diesen Patentstreit mit Nokia gibt. Aber meine Zuschauer aus Österreich, der Schweiz, Italien und so weiter, ihr könnt euch alle auf das Gerät freuen, ihr werdet es vermutlich ganz normal kaufen können und auch wir Deutsche werden wahrscheinlich wieder problemlos an eins rankommen können, weil letztes Jahr haben wir ja schon gesehen, es gibt diverse Händler, die ihren Hauptsitz halt nicht in Deutschland haben, das Gerät dementsprechend ganz normal einkaufen können und dann natürlich auch nach Deutschland liefern. Also auch das sollte wieder relativ problemlos möglich sein. Ich werde natürlich auch versuchen, so schnell wie möglich an ein OnePlus 12 für euch ranzukommen, das dann zu testen. Wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt, abonniert gerne schon mal meinen Kanal. Und die Erfahrung der letzten beiden Jahre hat ja auch gezeigt, dass sich die China-Version und die globale Version hardware-technisch quasi nicht unterscheiden. Der einzige Unterschied wird wohl wieder die Software sein, ColorOS in China und bei uns in Europa natürlich wieder OxygenOS. Okay, ich finde, am wenigsten hat sich tatsächlich beim Design getan. Das Display ist mit 6,82 Zoll jetzt minimal größer, die Ränder sehen zumindest etwas dünner aus, aber OnePlus bleibt bei einem zu den Seiten hin leicht abgerundeten Edge-Display, einem Alurahmen und einer Glasrückseite. Selbst das Kameradesign haben sie kaum verändert und die drei Launch-Farben wirken auf den ersten Blick auch altbekannt. Wenn man sich das Grün aber mal genauer anschaut, dann fällt auf, dass OnePlus hier auf so eine Art Marmor-Optik setzt. Finde ich persönlich extrem gelungen. Generell gefällt mir das Gerät optisch wirklich, wirklich gut. Es gibt auch endlich wieder einen USB-C 3.1 Port. Es ist jetzt immerhin IP65 zertifiziert, also staubdicht und strahlwassergeschützt. Und es gibt natürlich auch wieder Stereo-Lautsprecher. Also das klingt hier alles wirklich schon ziemlich gut. Einziger Wermutstropfen, wenn ich mir das Specsheet so anschaue, es ist etwa 15 Gramm schwerer geworden als der Vorgänger, wiegt jetzt 220 Gramm, das ist aber immer noch in Ordnung. Und es gibt ja auch einen guten Grund dafür, denn der Akku ist mit 5400 mAh jetzt knapp 10% größer, also nochmal größer als beim Vorgänger. Es unterstützt wieder 100 Watt Fast Charging und der Akku soll in 26 Minuten komplett vollgeladen sein. Und Wireless Charging kehrt endlich zurück, wieder mit bis zu 50 Watt, das haben sie letztes Jahr gestrichen, jetzt ist es wieder da, hat mich natürlich extrem gefreut. Ein Highlight des OnePlus 12 ist dann aber auf jeden Fall, wie im Vorfeld ja schon geleakt wurde, das AMOLED-Display. Eine Pixeldichte von 510 ppi und LTPO mit 1 bis 120 Hertz klingen ja schon sehr vielversprechend, aber die Maximalhelligkeit von bis zu 4500 Candela, das setzt dem Ganzen wirklich die Krone auf. Vollflächig sollen immerhin bis zu 1600 Candela erreicht werden. Auf dem Papier das hellste Smartphone-Display auf dem Markt und wie im Vorfeld schon vermutet wurde, wird das tatsächlich, also das Panel, von BOE und nicht etwa von Samsung gefertigt. Das ist schon auch ein Fingerzeig, müssen wir mal abwarten, was Samsung dann beim Galaxy S24 Ultra zeigen wird, aber das wird auf jeden Fall schwer zu schlagen sein. Als Prozessor kommt wenig überraschend der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 zum Einsatz, Qualcomms neuer Spitzenprozessor. Es wird bis zu 1 TB UFS 4.0 Speicher geben, bis zu 24 GB RAM. Ich glaube, ich kann ziemlich sicher sagen, dass die Performance zu 99% wieder richtig, richtig gut sein wird. Das kennen wir jetzt seit Jahren von OnePlus, selbst als die Geräte an sich nicht so überzeugen konnten. Die Performance war immer spitze. Insofern, da dürfen wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Ich denke jetzt nicht, dass diese 1 TB Version unbedingt zu uns kommt. Ich würde da eher so standardmäßig mit 256 GB Speicher und 12 GB RAM rechnen.
vielleicht auch noch eine 512 GB Version. Aber ja, das dürfte ja trotzdem ein ziemlich rundes Speichersetup werden. Ja, Verbesserungen gibt es dann auch bei der Kamera, wobei OnePlus hier auf den ersten Blick genau auf das gleiche Setup wie beim OnePlus Open setzt. Highlight ist der neue Sony LYT808 Hauptsensor mit 50 Megapixeln. Dazu gibt es den Sony IMX 581 als Weitwinkelsensor und eine dreifache Telesum-Linse von OmniVision, die es dank Pixel-Binning auf einen verlustfreien 6-fach-Zoom bringen soll. Ja, beim Zoom werden andere sicherlich noch etwas besser sein, aber man darf ja nicht vergessen, schon das OnePlus 11, das nicht wirklich so auf ganzer Linie überzeugen konnte, aber die Kamera hat mich eigentlich positiv überrascht. Jetzt haben wir hier noch bessere Hardware. Also ja, ich bin da jetzt mal vorsichtig optimistisch, was die Kamera so angeht. Müssen wir mal abwarten. Das Einzige, was mir so etwas Sorgen macht, ist das Thema mit der Frontkamera, 32 Megapixel. Da haben sie halt jetzt nicht genau spezifiziert, was das für ein Sensor ist, der da zum Einsatz kommt. Und Frontkamera und OnePlus, das war in den letzten Jahren ja auch immer so ein Problem. Aber da müssen wir jetzt natürlich erstmal abwarten. Ja, zu guter Letzt wollt ihr jetzt sicherlich auch Preise von mir hören, aber ihr kennt meine Meinung. Ich finde, es macht relativ wenig Sinn, hier in Europa über China-Preise zu philosophieren, weil die halt einfach für uns komplett unrealistisch sind. Die Gründe sind bekannt. Ich mache es jetzt trotzdem. Ihr werdet in China wird es die günstigste Version des OnePlus 12, also 12 GB RAM, 256 GB Speicher, für umgerechnet etwa 560 Euro geben. Diese teuerste Version mit 24 GB RAM, 1 Terabyte Speicher wird umgerechnet so 780 Euro kosten oder 775 Euro. Das wären natürlich hier bei uns grandiose Preise. Da würde jeder in Ekstase verfallen, aber die werden natürlich nicht kommen. Ich persönlich, ich wäre schon froh, wenn es das OnePlus 12 bei uns wieder zum Start in der günstigsten Version für 899 Euro UVP gibt, so wie es beim OnePlus 11 auch der Fall war. Weil wie gesagt, es gibt ja einige Verbesserungen. Dann dürfte der Preis wieder sicherlich ziemlich schnell sinken, so wie das letztes Jahr der Fall war. Und dann würde das richtig interessant werden. Aber ja, das kann man jetzt noch schwer sagen. Da müssen wir jetzt einfach abwarten. Aber ja, das ist das OnePlus 12. Und ich habe es ja zu Beginn des Videos schon gesagt. Nach Jahren der Misswirtschaft, also zumindest meiner Meinung nach, sieht das OnePlus 12 tatsächlich mal wieder nach einem richtig guten, interessanten Gerät aus. Es sieht tatsächlich so aus, als hätten sie endlich mal wieder an den richtigen Stellschrauben gedreht und als wäre das ein richtig rundes Gesamtpaket. Es wird natürlich am Ende wie immer alles vom Preis abhängen, den wir jetzt noch nicht kennen für Europa. Aber ich sage es mal so, wenn diese von mir vermuteten 900 Euro stimmen, dann hätte ich jetzt auch kein Problem damit, wenn das Smartphone vielleicht kameratechnisch nicht komplett mit einem Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra, Honor Magic 6 Pro und so weiter mithalten kann, weil das OnePlus 12 dann vermutlich auch etwas günstiger werden wird, schnell im Preis fallen wird. Und wie gesagt, das muss man ja immer hier so mit einbeziehen. Also ich finde, das klingt auf dem Papier alles bisher wirklich überzeugend und das hätte ich halt null erwartet. Jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, was ihr zum OnePlus 12 so sagt. Teilt ihr meinen Optimismus? Seid ihr endlich positiv überrascht oder sagt ihr, nö, das ist immer noch kein richtiges Flaggschiff. Ich hätte mir da deutlich mehr erwartet. Ich hätte dann auch kein Problem damit, wenn das Gerät mehr kostet. Glaubt ihr, OnePlus bzw. BBK und Nokia werden sich dieses Jahr endlich auch hier in Deutschland wieder einigen, was diesen Patentstreit angeht? Da gibt es ja schon viele Vermutungen, in welche Richtungen das ausgehen könnte. Ich glaube, das wird ganz spannend. Ich freue mich auf euer Feedback unten in den Kommentaren. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Sag wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.